In Torchlight 2 kann man genau wie in Diablo seine Edelsteine, die man so findet, kombinieren zu dem zur nächst höheren Stufe. Und wie das funktioniert, schauen wir uns mal an. Ich sammle die immer ganz schön, wie man hier sieht. Und wir haben jetzt zum Beispiel von diesen grünen hier, von dem müsste Poison sein, ja, genau diese Giftteile. Drei Stück habe ich hier schon im Inventar liegen. Dann habe ich auch drei von den orangenen und eins von den Spark Ember Chips. Dann nehme ich auch nochmal zwei ins Inventar. Ich brauche nämlich insgesamt immer drei, um auf die nächste Stufe zu kommen. Jetzt bin ich hier in Zerrifesh und laufe dann zu diesem kleinen Tierchen hier und kann jetzt einfach mit gedrückter Shift-Taste kann ich auf die Steine klicken und drei Stück reichen schon. Und dann kann ich hier einfach draufklicken und habe dann hier die nächsthöhere Stufe bekommen. Das gleiche mache ich jetzt mit den anderen, die ich noch so dabei habe. Den hier. Und die drei. Die natürlich auch noch. So. Das funktioniert natürlich auch mit anderen Sachen, zum Beispiel mit Heiltränken. Da gibt es auch eine ganze Menge Möglichkeiten, also Rezepte nennt sich das. Und ihr findet auch den Link dazu in der Videobeschreibung. Und da sind nochmal dann alle Rezepte einzeln aufgelistet. Jetzt kann ich hier nochmal schnell schauen, wenn wir schon dabei sind. Chaos Ember Chip, Iron, genau, von denen habe ich jetzt zum Beispiel auch wieder drei Stück. Das gibt jetzt, müsste jetzt ein ziemlich krasses Steinchen geben. Ah, ich glaube, so einen habe ich sogar schon. Mal schauen, vielleicht haben wir da auch wieder drei. Also so kann man dann halt Stück für Stück immer die. Ups, das war die falsche Kiste. So. Da. Ja. Wow, das wird jetzt heftig gleich. Das. Welcher ist es? Ist der? Der wahrscheinlich. Level 22, 22, 22, alles Level 22. Ja. Was haben wir hier noch? Poison. Ja, das sind jetzt alles ganz verschiedene. Man kann die auch irgendwie noch kombinieren, aber wie gesagt, Möglichkeiten dazu findet ihr dann in der Videobeschreibung. Das ist dann ein bisschen detaillierter, aber vom Prinzip her hoffe ich, ist das jetzt klar geworden, wie das hier funktioniert.